Ich glaube, dirndlmäßig sehen wir da jetzt gleich nichts. Das ist nämlich der Jack, der seinen Kopf schwingt. So heißt die Übung. Gut, der Zopf, der wäre vielleicht ein bisschen dirndlmäßig von der Katrin Jani, die uns heute wieder die tibetische Bewegungslehre Lu Zhong zeigen will. Diese letzte Woche haben wir schon angefangen. Genau, so ist es. Erklär es noch einmal so kurz ein bisschen. Eine Bewegungslehre, die einfach den Körper, die Energien wieder ins Fließen bringen soll, den Körper gesund halten soll. Weil die Tibeter gehen ja nicht zum Arzt, wenn sie was haben, sondern die schauen schon von vornherein, dass sie eben gesund bleiben. Das ist ein bisschen unterschiedlich zu uns. Wir tun erst meistens was, wenn uns was wehtut. Ne? Ja, da ist Lu Zhong, wie wir schon letzte Woche wie ich es letzte Woche schon erklärt habe, einfach eine sehr gute Methode, das sowohl als Prävention einzusetzen, aber eben auch wirklich, wenn man schon körperliche Symptome hat, dann auch wirklich mit den Lu Zhong-Übungen einfach das erleichtert, wieder zu sich selber zu finden, wieder in seine eigene Mitte zu kommen. Und jetzt werden sich manche vielleicht fragen, wenn ich jetzt da den Oberkörper so hin und her bewege, was passiert denn da eigentlich? Also passieren tut, alle Lu Zhong-Übungen sind Übungen, die über das Energiesystem den Körper erreichen. Das heißt, was passiert hier? Hier wird auf jeden Fall durch die Position das Erdelement gestärkt. Das ist eine Übung für das Erdelement. Gleichzeitig werden auch die Meridiane hier gedehnt. Und über diese körperlichen Positionen mit der Bewegung in Verbindung kann ich das Erdelement stärken und ausgleichen. Chinesen und die Tibeter, die machen ja eigentlich fast alle machen was, ne? Von Tai Chi oder solche Übungen, das ist ja dort wirklich gang und gäbe eigentlich. Ne? Also es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich einfach bewegt. Und grundsätzlich gilt immer, jede Bewegung tut dem Körper gut. Man muss nur schauen, in welchem Ausmaß. Und Lu Zhong ist eine sehr, sehr sanfte Bewegungsart und deswegen sehr, sehr gut einzusetzen, weil man, wenn man es mit einem richtigen Lehrer lernt, relativ wenig falsch machen kann. Also eigentlich für alle geeignet, wenn ich es richtig verstehe. Eigentlich für alle geeignet, wobei hier gilt immer, es ist wichtig, einen erfahrenen Lehrer zu haben, der auch einfach sieht, okay, der hat jetzt ein Problem mit der Wirbelsäule oder mit dem Knie. Wie kann ich diese Übung modifizieren, sodass sie wirklich für denjenigen dann noch anwendbar ist? Weil es darf nichts wehtun. Wenn es wehtut, ist falsch. Wenn es wehtut, ist es auf jeden Fall nicht richtig. Es muss etwas sein, was mir selber gut tut, was mir auch Freude bereitet. Das ist ganz wichtig. Also die erste Übung war der Jack, der was? Der Jack, der seinen Kopf schwingt. Verstehe. Es gibt sicher, glaube ich, noch eine lustige Übung. Also lustig klingende Übung, lustig sind sie nicht. Ja, also es sind einfach alles tibetische Namen. Das heißt Dongmo Sudung. Die andere Übung, die ich heute noch mitgebracht habe, ist die Übung für das Wasserelement. Und das Wasserelement hilft mir, auf mentaler Ebene so etwas wie Freundlichkeit zu entwickeln. Wenn das Wasserelement nicht ausgeglichen ist, habe ich sowas wie Anhaftung. Das heißt, ich beziehe mich immer auf andere Menschen. Diese Übung sieht so aus. Man drückt die Fersen ganz stark in den Boden hinein und zieht dann die Fingerspitzen nach oben, sodass man hier in eine ganz weite Dehnung hineinkommt und zieht dann die Fingerspitzen wieder nach unten. Das ist eine Wirbelsäulenübung. Und hier streckt man die Wirbelsäule ganz weit auseinander, zieht sie und entspannt sie dann wieder. Und das sind die Übungen der fünf Elemente. Und die fünf Elemente, von denen sind wir bestimmt im Äußeren, aber auch im Inneren. Wasserelement passt ja bestens momentan. Wir stehen im strömenden Regen gerade noch, noch drinnen. Das heißt, die Tibeter, wenn Sie angesprochen haben, Freude, Wohlbefinden, die Tibeter sehen ja den Körper und die Seele in Einklang. Also nicht bei uns, so sagen, heute geht es mir nicht gut, wurscht, Körper, sondern das ist eine Einheit. Ne? Es ist eine Einheit. Es ist, unser physisches Wohlbefinden ist auch von unserem mentalen Wohlbefinden beeinflusst. Sie sind gerade ein bisschen nass geworden. Also eigentlich die DVD, die ich gerne herzeigen möchte, weil Sie haben es vorher schon angesprochen. Man soll eben, wie gesagt, von einem Lehrer, der das kann, machen lassen, sich zeigen lassen. Das wäre zum Beispiel die Katrin Jani zum Beispiel. Informationen auf unseren Service-Seiten, wann es da Kurse gibt, wo und wie Sie zu dieser DVD kommen. Vielen Dank. Wir sehen uns ja dann nächste Woche wieder, beziehungsweise nächste Woche. Welche Übung werden wir dann sehen? Sterbe im Schlaf, ne? Wenn Sie möchten, aber wenn es eine tibetische sein soll, dann wäre es eher der Falke, der sich im Winde dreht zum Beispiel. Jetzt werde ich Sie aber gleich prüfen. Bitte. Apulien in Italien, wo ist das? Oh je, ganz schlecht. Dann lag ich dann ganz unten, der Stiefelabsatz ist das quasi. Okay, ja, das sollte ich eigentlich wissen. Also